Hallo. In dem Video geht es um meine Erfahrungen mit einem Tetro-Grill, den ich jetzt zum zweiten Mal im Einsatz hatte. Und da der sehr oft im Internet zu finden ist und wohl auch viel gekauft wird und ich selbst kein Video dazu gefunden habe von einem Benutzer, wie zufrieden er damit ist, wollte ich hier kurz mal was dazu einstellen. Erstmal zum Thema Aufbau und Qualität. Der Aufbau hat mich rund ja, so 1,5 Stunden gekostet. Ich habe den allein aufgebaut, das kann man also allein durchaus bewerkstelligen, wobei ein zweiter Mann sicherlich hilfreich wäre. Was die Qualität angeht, da bekommt der Grill von mir maximal eine Note 4, wenn man nach dem Schulnotensystem geht, weil teilweise doch recht dünnes Blech verwendet wird. Die Schrauben waren teilweise nicht nutzbar, weil innen kein Gewinde eingefräst war. Gut, da konnte ich selbst aus Beständen, die ich noch hatte, das Ersatz dafür benutzen, und auch an manchen Stellen gab es schon direkt Beschädigungen, wie man hier sieht. Das heißt also, die Qualität von dem eigentlichen Material, ja, gut, was will man von einem Grill für rund 100 € erwarten? Da gibt es halt keine Top-Qualität. Was jetzt die eigentliche Benutzung angeht, da muss ich echt sagen, ich bin wirklich begeistert, wie viel besser das funktioniert als mit einem normalen Kugelgrill, den ich bisher über Jahre im Einsatz hatte. Auch Außenthermometer ist dabei, das funktioniert auch ganz gut. Aufklappen ist natürlich möglich. Was ich total genial finde, ist hier die Warmhaltefläche, die Ablagefläche, also wenn man schon was fertig gegrillt hat. Dann auch super begeistert bin ich von dem höhenverstellbaren Rost, also Grillrost, beziehungsweise Holz, ja, wie nennt man das? Da, wo die Kohle drauf liegt, den Kohlerost, ich glaube, so ist die korrekte Bezeichnung. Das heißt also, man kann hier wirklich stufenlos das Ganze verstellen und dadurch brauche ich viel weniger Kohle. Das kann ich also genau danach bemessen, wie viele Leute ich tatsächlich habe, wie lange ich tatsächlich Kohle brauche. Dann in der Mitte der Einsatz, den kann man rausnehmen, was ich auch wieder genial finde, weil man muss nicht die gesamte Grillfläche versauen, sondern nimmt den einfach raus und reinigt den. Das erleichtert einem die Arbeit also auch noch mal ein bisschen. Dann auch wirklich nützliche Features, die auch gute Regulierung der Hitze in dem Grill ermöglicht, sind die seitlichen Lüftungsschlitze, die man hier verstellen kann. Halt auch ganz einfach gemacht, aber es funktioniert. Da hat man dann jeweils im Deckel auch noch 2 Stück davon und auf der Gegenseite natürlich auch noch einen. Ja, hier unten ist der Auffang für die Asche. Habe ich jetzt noch nicht sauber gemacht. Ich habe halt, wie gesagt, gerade noch gegrillt. Und auch ganz gut gemacht ist hier diese Ablagefläche auf der Seite, die man hier also einfach einrasten lässt. Und dann hat man eine gute Ablagefläche. Und gut, hier vorne die Öffnung, deren Sinn habe ich noch nicht so ganz verstanden, weil die benutze ich eigentlich sowieso nicht. Weil ich die Kohle oben dann mit einer Schaufel einfach hier rausnehme. Also wenn ich jetzt eine Gesamtnote vergeben soll, wie gesagt, die Verarbeitung, die Materialqualität maximal eine 4. Die Aufbauanleitung, die ist verständlich, finde ich. Dafür würde ich ihm eine 3 geben. Und was die eigentliche Nutzung angeht, da bekommt er von mir absolut, ja, würde ich sagen, eine 2 plus. So dass ich persönlich, wenn ich dem Gesamtgrill, dem Gesamtkonzept Preis-Leistung eine Note vergeben sollte, würde ich dem absoluten 3 geben. Haltbarkeit auf Dauer wird sich zeigen. Ich habe mir noch eine passende Haube dazu bestellt, damit ich auch den Grill draußen stehen lassen kann und er dann nicht zu sehr unter den Wettereinflüssen leidet. Und in einem Jahr stelle ich vielleicht noch mal ein Video ein und zeige dann mal, wie der Grill dieses Jahr überstanden hat. Also wie gesagt, von mir bekommt er eine Kaufempfehlung. Wer nicht ganz so viel ausgeben will, der ist mit dem Grill sicherlich ganz gut bedient.